Hallo, in diesem Video geht es um das Stück Shadows of the Dark und da um den Tenor. Wir starten gleich im vierten Takt bei eurem ersten Einsatz. Probiert mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mal in diesem Tempo wieder. Takt 4 direkt. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wir fangen den Takt 10 an. Takt 10 und dann den Seitenübergang. 1, 2, 3, 4. Genau das. Sehr schön. Dann gehen wir zum nächsten Einsatz. Das ist in Takt 17. Ihr singt U und A und am Ende habt ihr dann auch noch ein kleines Stückchen Melodie. Wir probieren mal zunächst die Stelle, solange ihr U und A singt, und den Text gucken wir uns dann gleich nochmal an. U, 1, 2, 3, 4. Den Bass einmal dazu als Orientierung, damit ihr genau wisst, wo ihr gerade seid. 1, 2, 3, 4. Genau. Das ist der gesamte Teil, der nur auf ein Vokal geht, und jetzt seid ihr wieder mit Text dran. Wir befinden uns ja gerade beim ersten Durchgang, das heißt, jetzt kommt dran: It was soft, warm, it lift up my life. It was soft, warm, it lift up my life. Probiert mal. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Das gleich noch einmal etwas langsamer. 1, 2, 3. Weg. Jetzt wieder etwas schneller. 1, 2, 3. Weg. Super. Ja, das wäre jetzt der erste Durchgang. Jetzt kommt die Wiederholung. Ab Takt 17 würde es jetzt losgehen. Jetzt kommt wieder der Teil mit den Vokalen U und A. Und wenn wir dann bei der Textstelle ankommen, dann
kommt die zweite Strophe. Probieren wir mal. Ab Takt 17. Als Wiederholung, also als zweiter Durchgang. 1, 2, 3, 4. Find again the right way of my life. Probiert mal. 1, 2, 3. Nochmal. Genau, super. Jetzt machen wir ab Takt 17 als zweiter Durchgang mit dem Text der zweiten Strophe dann. 1, 2, 3, 4. Sind wir unter der Klammer 2 angekommen und da ist nicht bloß das Live, sondern ihr müsst auch Lord singen. Das ist eine Stelle, die ist rhythmisch ein kleines bisschen kompliziert. Darum nehmen wir die genau einmal auseinander. Wir fangen an direkt unter der Klammer 2. Ihr singt Live, das heißt Live, Lord. Probiert mal. 1, 2, 3, 4. Noch einmal. Und Love, Lord. Super. Das ist am Ende ein bisschen heikel, das gut zusammenzukriegen, dass da alle genau gleichzeitig dieses Lord singen. Wir machen einmal noch mit dem Text, also Find again the right way of my life und dann kommt der Lord hinterher. Also zweite Text der zweiten Strophe und dann die Klammer 2. Probieren. 1, 2, 3. Unmittelbar danach legt der Bass wieder mit Takt 1 los. Das bedeutet, es geht auf die erste Seite zurück und dann kommt die ganze erste Seite nochmal. Das machen wir jetzt auch. Wir fangen noch einmal bei der gleichen Stelle an, Find Again, und gehen dann in die Klammer 2 und dann spiele ich die ersten Takte vom Bass und ihr setzt dann ein in Takt 4 bei eurem Einsatz. Eins, zwei, drei. Als dritter Durchgang. Das bedeutet, dass ihr weder die Klammer 1 noch die Klammer 2 singen dürft, die ihr eben gerade gesungen habt, sondern die Klammer 3 singen sollt. Und die steht auf der dritten Seite. Unter der Klammer 3 steht der Text Dark in my life, dark in my. Wir probieren. Wir starten in Takt 17 mit dem U und dem A. Dann kommt I'm confused all around remains the. Und dann kommt Takt 26, Dark in my life. Probiert mal. 17 bis 23 und dann 26, die Klammer 3. 1, 2, 3, 4. Schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Abschnitt, wo ihr dieses allseits gegenwärtige Motiv immer und immer wieder singt. Man muss sehr aufpassen, dass man von der Anzahl am Ende richtig bei rauskommt. Schwer von den Tönen her ist das alles nicht, aber man muss einfach sehr wachsam sein. Wir nehmen einmal den Abschnitt ab Takt 34. 1, 2, 3, 4. Jetzt nehmen wir den Übergang dazu. Drei Takte früher fangen wir an. 34, 33, 32, 31 geht's los. 1, 2, 3, 4. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und beim Singen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!